Und ich dachte mir so, okay, Logo ist richtig geil, fasziniert mich. Und die Mitarbeiter, die da sind, die sind alle am Lächeln und diese Fotos professionell. Und das alles hat gepasst irgendwie. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, wenn er mit den Gedanken spielt, eine Umschulung zu machen, eine Weiterbildung durchzuführen, sich vielleicht anders orientieren. Bei Distat wirst du auf jeden Fall gut empfangen und ja, so weitergeleitet, bis du das alles drauf hast. Und nein, es ist nicht schwierig. Ja, Mumin, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ich freue mich so sehr auf unser Feedback-Gespräch und ich bin so gespannt, was du zu sagen hast. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz vor und erzählst ein bisschen was zu deiner Ausgangslage vor der Weiterbildung bei uns. Ja, ich grüße dich auch ganz lieb, Luisa. Ja, mein Name ist Mumin. Ich bin aus Schleswig-Holstein und ich habe meine kaufmännische Ausbildung getätigt. Ja, und dann habe ich natürlich nach einer neuen Herausforderung gesucht. Und ja, nach ein bisschen Suchen habe ich natürlich Distat gefunden und mich sofort bei euch gemeldet. Das ist so die Ausgangslage. Hattest du denn vorher Vorerfahrungen, als du zu uns gekommen bist? Hattest du schon so ein bisschen was mit Social Media Marketing zu tun? Auf jeden Fall. Ich habe mich sehr oft mit Social Media beschäftigt. Ich habe ein bisschen mein Instagram aufgebaut, ein bisschen auf TikTok geschaut, was da so funktioniert. Und ich habe auch schon einige Werbungen geschaltet. Aber durch Lucia habe ich natürlich erfahren, dass ich ganz viele Fehler gemacht habe und ganz viele Punkte nicht bearbeitet habe. Also, ja. Ja, aber deswegen bist du ja zu uns gekommen. Also, man kommt ja zu uns, wenn man was lernen möchte, weil man was mitnehmen möchte. Und ich denke, das hat bei dir auf jeden Fall sehr, sehr gut geklappt. Erzähl mal, wie war so der Einstieg in die Weiterbildung und wie war dann so der weitere Verlauf? Also ich habe natürlich erstmal mich umgeschaut, weil ich war bis dato noch in einem Job fest und also festangestellt. Und ich hatte schon vorher mich umgeschaut, wie ich zu einer Umschulung komme. Und Social Media Bereich war so, wow, ich möchte das wirklich gerne machen. Das fasziniert mich, diese Werbung und alles Mögliche. Und ich habe dann auf Instagram ein bisschen gescrollt und dann habe ich drei Schulungen, also Unternehmen gesehen. Und als allererstes kam dann erstmal Distat und ich dachte mir so, okay, Logo ist richtig geil, fasziniert mich. Und die Mitarbeiter, die da sind, die sind alle am Lächeln und diese Fotos professionell. Und das alles hat gepasst irgendwie. Das war schon echt sehr professionell auch von Michelle, wie sie mich begleitet hat, wie wir das nach außen kommuniziert haben, also fürs Arbeitsamt. Und sie hat mir eigentlich überall geholfen und war stets immer für mich da. Das war super. Sehr cool. Wie lange hast du dann auf den Bildungsgutschein gewartet? Ja, dadurch, dass sie mir geholfen hat, hat das wirklich sehr schnell funktioniert. Also ungefähr vielleicht 1, 2 Tage, bis die Frau Cool. dann die E-Mail gelesen hat. Und ich war überglücklich, dass ich endlich starten durfte. Das freut mich so sehr zu hören. Und ich kann mich tatsächlich auch noch an deinen Start erinnern, ne? Also du warst ja ganz verliebt von Anfang an in uns. Und ich denke, das hat sich auch so durchgezogen. Das spricht natürlich auch für deine sehr, sehr guten Ergebnisse hier bei uns. Du hast es wirklich krass durchgezogen, die Quizabfragen, die Praxisaufgaben. Ganz, ganz großes Lob an dich. Dankeschön, das freut mich natürlich sehr. Aber ich muss auch natürlich gerne, also dazu hinzufügen, wenn ich anrufe, bekomme ich die Antwort. Und bei den Live-Sessions ist es genauso. Und das muss man ja auch immer erwähnen, ne? Also die Live-Sessions, das sind ja wirklich sehr interessante Leute dabei. Ja, wenn man irgendwelche Fragen noch zusätzlich hat zu diesem Thema. Also der Tommy hat auf jeden Fall was auf die Beine gestellt. Und das ist ein Riesenlob an ihn, weil es funktioniert wirklich alles und es ist nicht so, dass man bei Distat eine Frage stellt und die Antwort in 3 Tagen da ist, sondern die ist wirklich tatsächlich dann da von dieser Person, die du auch fragst, ne? Also das dauert nicht lange. Und das ist schon für mich ein sehr großer Mehrwert gewesen, weil ich kenne das vielleicht von anderen Unternehmen, wo man dann eine Frage gestellt hat und dann erstmal nochmal 10.000 Personen dazukamen und mir die Antwort gegeben haben. Das ist Gold Mega. wert. Gold Danke für dein Lob. Das freut mich wirklich so, so sehr zu hören. Und ich kann das natürlich auch in die Richtung zurückspiegeln, ne? Ganz egal, wann ich dich angerufen habe, du warst auch immer erreichbar, du hast mir auch immer eine Rückmeldung gegeben. Also danke natürlich auch an dich für die freundliche Kommunikation an der Stelle. Danke.
für diese Worte. Freut mich auf jeden Fall. Erzähl mal, wie geht's denn für dich jetzt weiter und worauf freust du dich vielleicht auch am meisten jetzt in der Zukunft? Also, ich habe natürlich schon einige Pläne und ich habe erstmal für mich beschlossen, dass ich natürlich erstmal irgendwo reinkomme. Und ich habe auch schon, ich sag mal so, gestern Abend meine Bewerbung sozusagen fertiggestellt, weil ich wollte dann noch einige Sachen da umändern, weil ich wollte natürlich dann auch einen guten Eindruck hinterlassen, wenn ich mich dann irgendwo bewerbe, bisschen reinkommen, bisschen abarbeiten, also das, was ich halt gelernt habe, auch wieder umsetzen. So nebenbei mal einfach mal schauen, ob das wirklich dann auch klappt, bisschen in die Selbstständigkeit gehen, mit LinkedIn so ein bisschen, also einige Leute kontaktieren, dass ich dann halt weiter schaue, ne? Also dass da vielleicht irgendwas passiert. Also dass ich beides in einen Weg mache. Also Vollzeit arbeiten und bisschen nebenbei in die Selbstständigkeit. Sehr Das ist cool. so der Plan. Mega. Dein Profil läuft ja auch schon sehr, sehr gut. Ich würde es auch einfach mal hier unten verlinken oder in die Beschreibung packen. Kann gern jeder mal rumschauen. Also deine Posts sind ja wirklich sehr, sehr toll. Und ich glaube, das zeigt eben auch diese Leidenschaft in dir für diese Branche, ne? Das ist ja auch was ganz, ganz anderes als so dein letzter Job. Das war ja schon eher so, ja, monoton. Und ich glaube, jetzt kannst du dich halt wirklich kreativ ausleben. Also Einzelhandel ist natürlich auch eine schöne Sache. Also am Anfang war es schön, die Berufsschule, Verkauf und Marketing, das konnte ich ja alles miteinander dann verbinden. Also diese Präsentation und wir haben da jetzt keine Creatives erstellt, aber es gibt ja Läden, wo man dann vorbeischaut und da wird ja auch alles immer schön präsentiert. Und also Social Media ist natürlich viel, viel effektiver und intensiver. Das hat mir dann dadurch besser gefallen. Also dass ich halt ja von zu Hause aus arbeiten kann oder in einer Kaffeebar meine Arbeit erledigen kann. Gerade wenn man dann Familie hat und Kinder hat und so, dann hat man auf jeden Fall mehr Zeit für die Familie. Oh ja, ich wollte gerade auch sagen, er lässt sich viel, viel besser mit deiner Familie vereinbaren, auch jetzt die Weiterbildung. Das hat sehr, sehr gut geklappt und ich bin mir sicher, du wirst es genauso weiter durchrocken. Du wirst es sehr, sehr cool durchziehen. Und wir sind echt gespannt, wo das Ganze für dich noch hingeht. Behalte das auf jeden Fall bei, dass du so dran bleibst, dass du so ehrgeizig bist. Du hast hier wirklich eine ganz, ganz tolle Leistung hingelegt und das sollte man einfach nochmal erwähnen. Dankeschön, danke. Wie gesagt, ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch natürlich. Also ich kann es wirklich jedem empfehlen, wenn er mit den Gedanken spielt, eine Weiterbildung durchzuführen, sich vielleicht anders orientieren. Bei Distat wirst du auf jeden Fall gut empfangen und so weitergeleitet, bis du das alles drauf hast. Und nein, es ist nicht schwierig. Nein. Ich habe das am Anfang auch gedacht, aber das ist überhaupt nicht kompliziert. Ich freue mich auch wirklich, dass das wirklich alles geklappt hat, ne? Also dass ich mich nicht für was anderes entschieden habe, für ein anderes Unternehmen, weil ich glaube, was ich bei euch erlebt habe, das hätte ich niemals woanders erleben können. Das ist mir dann im Nachhinein bewusst geworden. Ich habe dann natürlich selber so ein bisschen recherchiert, das muss ich nochmal hinzufügen. Ich habe gegoogelt und geschaut, okay, Weiterbildung und als erstes kam immer Distat, das war mir nie so bewusst, ne? So, da muss ja irgendwas dahinter stecken, so. Die sind sehr gut, auf jeden Fall. Also in jedem Bereich, ne? Ja. Sollte auch jeder Danke, danke, wissen. danke. Das freut mich wirklich so sehr zu hören. Ja, danke auch nochmal für die tolle Zeit und wir sind echt gespannt, wie es mit dir weitergeht. Gib uns gerne immer ein Update und auch falls du nochmal eine Frage hast, ne, ja, melde dich gerne einfach immer. Wir sind nicht aus der Welt. Du weißt, wie du uns erreichen kannst. Danke, herzlichen Dank für diese Aufnahme und ich hoffe, dass wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Ne? Das ist Das für mich sehr bleiben wir. wichtig, wertvoll. Garantiert. Wunderbar. Dann hab einen ganz, ganz schönen Tag und ja, weiterhin ganz viel Erfolg und bis bald. Wir hören uns. Danke, dir natürlich auch und euch natürlich auch einen schönen Tag. Dankeschön. Bis bald. Ciao. Bis bald, ciao, ciao.